1940 erwarb das Städtische Museum ein Konvolut an Silbergegenständen aus dem städtischen Leihamt Halles. In das Eingang fand dieses Konvolut in das Inventarbuch mit dem Hinweis Restbestand des sogenannten Judensilbers. Das Datum, aber auch dieser Hinweis deuten auf einen NS-verfolgungsbedingten Entzug hin. Und so ist es auch, dieses Konvolut steht im Zusammenhang mit der sogenannten Edelmetallabgabe, die im Zuge der Reichspogromnacht 1938, im November 1938, im Nachgang erlassen worden ist und dazu dienen sollte, jüdischen Bürgern Kunstgegenstände, Edelmetall, Schmuck, Gegenstände von Wert zu entziehen und sie dann entsprechend, also so lag die Verordnung vor, in entsprechende Pfandleihanstalten in allen Städten und Kommunen zu bringen. Während ich das Provenienzprojekt hier in Halle durchführte, hatte ich also auch diese Aufgabe, dieses Konvolut näher zu untersuchen, und es stellte sich als äußerst schwierig dar, denn Unterlagen des Stadtarchivs Halle hatten sich leider nicht mehr erhalten. Das heißt, wie geht man eigentlich vor, diese Dinge zu recherchieren, ihre Herkunft zu eruieren? Ich hatte mir überlegt, dass ich mir eine Liste zusammenstelle von jüdischen Bewohnern und jüdischen Mitmenschen aus der Stadt Halle und in das Landesarchiv, in Landesarchiv Sachsen-Anhalt in Magdeburg gehe, um dort die Unterlagen der sogenannten Devisenstelle des Finanzamtes von der Provinz Sachsen zu überprüfen. Dies habe ich dann anhand dieser Liste getan, und in diesen Devisenunterlagen finden sich also zahlreiche Belege und Quittungen, wo dann ab 1938 bzw. 1939 jüdische Mitbürger ihre Kunstgegenstände, ihr Silber, ihre Bestecke entsprechend an die Pfandleihanstalten abgegeben hatten. Leider war aber die Quittung so unspezifisch, dass man im Grunde genommen einfach die Werke, die Sie hier an drei Beispielen zu sehen, nicht zuordnen konnte. In einem nächsten Schritt hatte ich mir überlegt, dass sich Archivunterlagen der jüdischen Gemeinde Halles heutzutage im Zentrum Judaicum befinden, und ich hatte das Zentrum Judaicum um Mithilfe gebeten, ob es eventuell auch dort Unterlagen gibt, die im Grunde genommen den Entzug dieser Gegenstände aus jüdischem Besitz dokumentieren. Die Mitarbeiter dort konnten mir allerdings nicht weiterhelfen. Sie hatten auch sich bemüht, Unterlagen da herauszufinden, aber es waren keine Unterlagen vorhanden. Eine letzte Recherche führte dann noch einmal ins Landesarchiv Berlin. Und zwar lagern dort die Wiedergutmachungsakten Verfahren, die nach dem Krieg angestrebt worden sind, und Wiedergutmachungsverfahren, die jüdische Bürger anstrebten, um einen Teil ihrer Habe auch wieder zurückzuerhalten und restituiert zu bekommen. Und mit Hilfe meiner Bürgerliste, die ich mir erstellt hatte, hatte ich versucht, dort entsprechende Wiedergutmachungsakten aufzufinden. Leider blieb dies auch ohne Erfolg. Das heißt, ich konnte für dieses Konvolut an jüdischen Silbergegenständen keine konkreten Besitzer ausfindig machen, sodass wir uns oder das Museum sich dann dazu entschlossen hatte, diese Objekte zu restituieren, und zwar an die Jewish Claims Conference Against Germany, kurz JCC. Und diese Restitution fand 2017 dann entsprechend auch statt. Im gleichen Zuge aber hatte sich die Jewish Claim Konferenz dazu bereit erklärt, uns dieses Konvolut an Silbergegenständen als Dauerleihgabe zu übergeben, denn in ihnen befinden sich drei
interessante Objekte aus dem jüdischen Leben der Stadt Halle, nämlich drei Bisonbüchsen, die genutzt werden für die jüdische Sabbatfeier. Und diese Stücke waren uns doch sehr wichtig, um jüdisches Leben hier in der Stadt Halle zu zeigen und zu demonstrieren. Und daher wollten wir diese Stücke unbedingt erhalten wissen für dieses Museum, für die Stadt Halle. Und eines der Objekte befindet sich heute auch in der Synagoge in Kröpzig.